Marana, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich habe mich so auf dieses Video gefreut, dass ich euch von Jesus erzählen kann und was alles gebraucht wird an Energien und wie das Leben auf der Erde sein sollte, damit Jesus wiederkommen kann. Denn Jesus brauchte eine bestimmte Energie und verschiedene Voraussetzungen einfach, damit er mit seinem großen Licht wieder uns zu Hilfe kommen kann. Und wir wollen ja hoffen, dass es diesmal klappt mit dem Aufstieg. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und wir werden jetzt gleich voll einsteigen in dieses wundervolle Thema. Ich weiß, dass ihr alle Jesus sehr liebt und ich kann euch sagen, Jesus liebt euch natürlich auch sehr, sehr, sehr. Ja, also wir haben ja gerade jetzt eine große Krise. Und aus dieser Krise kommen wir heraus, das ist ganz klar. Und es kommt darauf an, wie wir das gestalten und wie es wird. Die Polarisierung ist ja etwas, das habe ich in dem Video erklärt, wo es darum geht, was 2025 passiert. Ich habe es euch oben verlinkt. Da könnt ihr das auch nochmal anschauen, wenn ihr möchtet, um zu verstehen, was alles bis dorthin geschieht, bis 2025, was geschehen kann, wenn die Menschen sich ausrichten. Am Ende des Videos habe ich davon gesprochen, dass sich also verschiedene Menschengruppen bilden werden. Die einen sind Gegner, die anderen sind Befürworter. Ja, die einen sind spirituell, die anderen gar nicht spirituell. Also es werden sich verschiedene Gruppen bilden und aus diesen Gruppen werden auch verschiedene Städte oder Gebiete entstehen, wo jetzt die Menschen von einer Ausrichtung leben werden. Und das heißt, Jesus braucht die Energie von einer großen Stätte von Menschen, die ihn lieben, von Menschen, die Gott zugetan sind und von Menschen, die das Licht und die Liebe leben, die sich also sehr spirituell weitergebildet haben, die ein hohes Bewusstsein haben. Solche Stätten werden sich bilden auf der Erde an mehreren Stellen und je intensiver wir daran arbeiten und diese Stätten dann auch beginnend in unserem Herzen natürlich nach außen tragen und immer das Licht stärken, dann wird es möglich sein, dass Jesus wiederkommen wird. Er wird uns selbst auch noch eine Botschaft bringen, die das verstärkt und uns dann auch nochmal dazu dieses Gefühl gibt, für die Liebe und mit der Liebe zu verschmelzen. Aber wir sollten aufpassen, denn es kommt auch der falsche Messias. Das ist gar nicht so einfach dann, am Anfang oder für die Menschen, die jetzt nicht so, so tief fühlen, herauszufinden, wer ist jetzt denn der Richtige und wer ist nicht der Richtige. Also es steht ja auch in den Schriften geschrieben, der falsche Messias wird hier im Gesicht irgendwo ein rotes Mal tragen, daran wird man ihn erkennen. Er wird natürlich auch Menschen wieder zum Leben erwecken, so wie das Jesus getan hat. Aber der Unterschied ist, dass er diesen Menschen vorher umbringt und dann zum Leben erweckt. Und in dem Moment wird Jesus kommen. So wurde es hervorgesagt. Entschuldigung. So, und ich bin total aufgeregt, weil das ist ja das, wo wir unser Leben darauf ausrichten, dass wir wieder in diese Gottesschwingung komplett hineinkommen. Und wie gesagt, durch die Polarisierung, die wir ja hier in der Dualität leben, die verstärkt sich. Die muss sich also noch viel mehr verstärken, als wie es jetzt ist. Und das nimmt ja jedes Jahr mehr zu. Das heißt also, es kommt schon auch noch eine sehr heftige Zeit auf uns zu, durch die wir durchgehen müssen. Das geht gar nicht anders. Und aber dann sich wirklich Menschen zusammentun, viele Menschen zusammentun, um eben in dieser Gemeinschaft zu leben, welche total spirituell ist, welche sich dem Licht zuwendet, welche nur dafür lebt. Und alles andere,
die sich praktisch abschotten gegen die anderen, weil man mit den anderen Menschen gar nicht mehr reden kann. Das versteht niemand. Und so bildet sich diese Gemeinschaft und bereitet damit den Weg vor, dass Jesus Christus wiederkommen kann. Daneben gibt es natürlich all die anderen Gruppierungen auch. Ja, es wird also Menschen geben, die eine ganz andere Ausrichtung haben und sich dann darin wiederfinden. Das wird es auch geben. Für uns ist es wichtig, für alle, die möchten, dass Jesus wiederkommt, ist es ganz wichtig, sich solchen Menschen anzuschließen und diese Gruppen zu stärken. Denn je höher jetzt die Gruppenenergie auf der Erde ist, je mehr das Licht strahlt, umso leichter wird es sein, dass Jesus kommen kann. Und das sind also unsere Aufgaben jetzt für die Zukunft. Also richtet euch, wenn ihr das möchtet, auf die Liebe aus und bringt euer Herz dazu, dass es sich ganz weit ausdehnt und diese zieht andere Menschen an, damit diese Energie eine geballte Kraft des Lichtes entwickeln kann und so die Erde in eine andere Schwingung bringt, welche die Schwingung einfach, die muss da sein, dass Jesus kommen kann, sonst klappt das nicht. Und das ist unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe aller Lichtarbeiter, aller Pioniere, aller Avatare, aller Erwachten und die, die noch erwachen möchten. Und das ist eine wunderschöne Aufgabe und wir steuern wirklich darauf hinzu. Und damit es also auch wirklich geschehen kann, damit sich diese Gruppen bilden, ist es nötig, dass solche Situationen wie jetzt im Moment entstehen, also diese schwere Risikoreise, diese Krisenzeit, diese schwere Krisenzeit, die uns ja allen viel abfordert. Aber das ist die Energie, die wir brauchen, um das Neue erschaffen zu können, das neue Denken, die neue Ausrichtung unseres Herzens in dem Bewusstsein von 5D, von 8D, 9D, damit wir auch die Ebene bilden, dass Jesus überhaupt kommen kann. Schön, dass du hier bist und wenn du weiterhin wichtige Mitteilungen der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Denn wenn du dann noch die Glocke aktivierst, wirst du von YouTube immer informiert, wenn ein neues Video von uns herauskommt und hast stets dadurch die neuesten Botschaften der geistigen Welt. Ja, und jetzt werden wir gleich mal uns, also ich mich mit Jesus verbinden und ich bin so gespannt, was er uns zu sagen hat und wünsche dir eine wundervolle, schöne Energieübertragung, ein schönes Erlebnis mit der Botschaft von Jesus. Ich habe mir hier schon das Jesus-Spray hergelegt, denn so bringe ich die Nähe von Jesus noch mehr zu euch und das ist ja das, was ich gerne möchte. Ja, nun stimme ich mich ein. Ich bitte um die Energie des Schutzes. Für uns alle. Ich bitte darum, dass sich Schutz um jeden Einzelnen von uns legt und wir so die Botschaft von Jesus in Frieden und in voller Kraft genießen können. Ich öffne jetzt meinen Kanal und verbinde mich mit der geistigen Welt. Und ich bitte dich, damit du diese Botschaft in vollster Tiefe empfangen kannst, jetzt deine Augen zu schließen und deine äußere Aufmerksamkeit komplett auf deine innere Aufmerksamkeit zu legen. In dem Moment spürst du dein Herz und du spürst deinen Körper, deine Seele, dein Licht. In dem Moment richtest du dich vollkommen
auf deine eigene Liebe aus. Denn es ist die Liebe, welche die Liebe anzieht. Und so bitte ich nun Jesus darum, uns mit seiner Liebe zu berühren. So darf ich die Worte von Jesus jetzt überbringen. Geliebtes Menschenkind, geliebter Bruder, geliebte Schwester, voller Freude blicke ich in dein Herz und voller Freude blicke ich in deine Augen. Es ist die Liebe Gottes, welche durch mich zu dir strahlt und welche dich berührt, wenn du es erlaubst, um dir zu sagen, du bist beschützt und wir sind bei dir. Es wird der Tag kommen, an welchem ich wieder auf der Erde sein werde. Und die Zeiten, die du jetzt in diesem Moment durchlebst, sind einfach wichtig, damit die Energie sich auf der Erde erhöhen kann und es mir ermöglicht, wieder zu dir zu kommen. Und dies werde ich voller Freude und voller Kraft tun. Du wirst mich ganz sicher erkennen. Du wirst mich daran erkennen, dass du die tiefe Liebe fühlst, die du noch nie zuvor bei einem anderen Menschen gefühlt hast. Deine Seele wird sich daran erinnern, wie sich diese Liebe anfühlt. Deine Seele wird es genau wissen. Und so sende ich dir jetzt in diesem Moment meine tiefste Liebe. Und lasse dich fühlen, was es bedeutet, wenn Jesus bei dir ist. Es ist mir eine heilige Angelegenheit, dies für dich zu tun. Denn es ist wichtig, dass es diesmal geschehen wird. Die göttliche Ordnung wird uns alle führen und leiten. Ich werde zu dir durch deine Seele sprechen. Du wirst mich fühlen in deinem Herzen. Und du wirst dir ganz sicher sein, dass ich es bin. Ich werde zu den Menschengruppen kommen, welche sich gefunden haben und in tiefer Liebe zum Lichte stehen. Und ich werde alle Gruppen miteinander verbinden, sodass sich diese Liebe und dieses große Licht auf der ganzen Erde herum verteilen kann. Und du wirst mir dabei helfen, sobald du dieses Gefühl der Liebe spürst, wirst du ganz genau wissen, was jetzt deine Aufgabe ist. Und du wirst für das Große und Ganze wirken. Und die Erde wird im Licht der Liebe erstrahlen,
Das Gitternetz wird sich aufbauen von deiner Liebe und gestärkt werden von der Liebe des vollkommenen Gottes der Schöpferkraft. Gottes Liebe wird durch dieses Gitternetz strömen und du bist es, der dies ermöglicht mit deinem Vertrauen und deiner Hingabe. Und dieses helle Gotteslicht wird uns unterstützen, die Erde in die göttliche Ordnung zu bringen, in die höheren Dimensionen der Liebe, dorthin, wo sie hingehört, nämlich in die Nähe Gottes. Und ein jeder einzelne von euch wird dazu beitragen mit seiner Herzensliebe. Und jeder einzelne von euch wird dies in seiner Seele spüren und wissen, wenn es soweit ist. Und so lege ich nun meine Arme um deine Schultern und streiche dir über dein Haupt. Du bist das Beste, was die Erde trägt. Und die Liebe Gottes ist bei dir. Die Liebe Gottes begleitet dich. Du bist beschützt und ewiglich geliebt. Und so durfte ich dich in deinem Herzen berühren und ganz nah bei dir sein. Du weißt genau, dass ich in deiner Nähe bin, auch wenn ich mich jetzt wieder zurückziehe. Und dir noch einmal liebevoll in deine Augen schaue. Das Licht ist bei dir. Smarana trägt dich durch die neue Zeit. Ich, Nirjana, bedanke mich bei dir, liebster Jesus, und bei dir, liebster Gott, dafür, dass diese Energien heute durch mich fließen durften und dass du heute hier warst. Und du kannst nun wieder in dein Hier und Jetzt zurückkommen. Was ganz sicher ist, das ist, dass du die Liebe Gottes in dir trägst. Habt ihr Jesus gesehen? Ich konnte ihn sehen mit meinem inneren Auge. Und ich glaube schon, dass er euch ganz tief berührt hat. Ich habe es so intensiv in meinem Herzen hier gefühlt. Es war so schön. Ja, und wir können ganz viel dazu beitragen, dass es geschehen wird. Lassen wir unsere Liebe und unser Licht leuchten. Schön, dass du da bist und heute hier warst, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich umarme dich ganz liebevoll und freue mich auf alles das, was kommt. Habe eine schöne Zeit. Bis bald.